Hallo Leute, auch für euch natürlich, das will ich euch nicht vorenthalten. Das ist ein Duft, der ist wirklich schwer zu finden, ja. Aber wenn man ihn findet, dann besitzt man hier wirklich einen Gentleman-Duft, ja, definitiv, der in jeder Saison tragbar ist. Ja, ein Alltagsduft, ein sehr guter, ein erfrischender Duft, ja, ein bisschen zitrisch hier mit dabei. Die Duftpyramide hier, die ist olfaktorische, ist würzig und chypreartig. Ja, es macht es echt besonders unique, dieser Duft hier. Und ich zwar spreche ich von Kiotis Classic, Leute. Hier unten steht es drauf. Ist echt ein super Duft. Ja, so für den Alltag ist er wirklich bestens geeignet, wenn man ins Büro geht, ja, oder nach dem Sport. Ja, das hat so einen richtigen Erfrischungseffekt, richtig gut. Haltbarkeit, hier kann man auch gar nichts dazu sagen. 2 bis 2,5 Stunden bleibt auf eurer Haut definitiv, ja, und hat auch eine gute Duftwolke, also die Silage. Das heißt, die ersten 30 bis 45 Minuten projiziert er echt gut. Danach ist er hautnah zu spüren, aber wirklich sehr gut, sehr gut, sehr guter Duft. Ja, von Kiotis, der nennt sich Classic. Ja, testet den mal aus. Der hat auf jeden Fall ein Test verdient. Definitiv von mir aus. Schaut mal, das Flakon ist nichts Besonderes, ganz okay, ja, so auch schlank gehalten. Das ist nicht schlecht, der würde sogar überall reinpassen, ganz easy und einfach. Die Ingredienzen hier sind nicht schlecht. Hier ist Zitrone drin, hier ist Mandarine drin, hier ist Zedern drin, hier ist Patchouli drin, hier ist Moschus drin, ja, auf einer Kiefer ist hier mit drin, auf einer wirklich sehr guten Art und Weise zusammengemixelt. Ja, ein Versuch ist es auf jeden Fall wert, ja, aber wie gesagt, der ist halt schwer zu finden im Internet. Ja, ist ein chypreartiger Duft, wer auf chypreartige Düfte steht, der auf jeden Fall sollte den mal ausprobieren, wenn ihr ihn natürlich bekommt. Ist halt schwer, ich fühle mich geehrt, ihn zu haben. Ich habe ihn ertauscht mit einem Bekannten von mir. Ja, der hatte ihn, ich wollte den schon immer testen und jetzt ist es endlich dazu gekommen, dass ich ihn auch mal testen kann. Sagt ihr mir Bescheid, wenn ihr die Möglichkeit habt oder hattet schon, ihn zu testen. Und das war's auch schon von mir. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich sag schon mal, ciao Belli.